Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem neuen Video und endlich mal wieder was von Ju, Freunde. Und endlich mal wieder was ohne Musik. Es hat lange gedauert, ich weiß. Aber ich bin, wie gesagt, immer für alle Vorschläge offen und für alles, was auch nicht mit Musik zu tun hat oder was, keine Ahnung, nicht mit Rap zu tun hat, Freunde. Von daher schlagt mir gerne irgendwas vor, wo ihr vielleicht auch dachtet, das passt vielleicht nicht ganz so. Ich gucke mir eigentlich alle Vorschläge mal durch und habe auch so eine Linkliste, wo ich dann ab und zu mal, wenn ich mal Lust auf was anderes habe, mal reinschaue. Und da sind auch viele Videos drin, die nur eine Person vielleicht vorgeschlagen hat, aber wenn ich da mal Lust drauf habe, dann kommt das auf jeden Fall, meine Freunde. Von daher, ja, könnt ihr immer was vorschlagen. Heute gibt es von Ju mein Tagebuch. Der erzählt da so über seine Vergangenheit anscheinend. Ich weiß nicht, ob er nur aus seinem Tagebuch vorliest oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall, so oder so freue ich mich drauf, irgendwie eine schöne Geschichte oder schöne Geschichten von Ju zu hören. Das wurde auch ein paar Mal vorgeschlagen. Von daher dachte ich, dass wir uns das heute zusammen ansehen werden, Freunde. Und ich habe leider nie ein Tagebuch geführt. Aber so rückblickend wäre es anscheinend, wäre es vielleicht irgendwie echt nice gewesen, hätte ich Tagebuch damals gehabt oder hätte ich ab und zu mal was reingeschrieben, dann würde ich jetzt, glaube ich, oder auch wenn ich sogar noch älter später werde, wäre es einfach unglaublich interessant mal zu sehen, an welchen Tagen ich was erlebt habe oder einfach mal so zurück zu schauen. Deswegen finde ich auch so ein Traumtagebuch oder sowas, gibt es ja auch, finde ich auch unglaublich interessant, aber ich bin da viel zu faul für, weil ich viel zu faul zum Schreiben bin. Aber das wäre für mich echt interessant, so auch besonders Träume, glaube ich, noch mehr, einfach mal so zu gucken, was man so träumt. Und ja, deswegen gucken wir uns heute das von Ju an, Freunde, und kommen natürlich sonst nochmal zum Hashtag Shoutout, denn wie immer habt ihr die Möglichkeit, Hashtag Shoutout in die Kommentare zu schreiben und mir etwas Glück bei dem nächsten Video erwähnt. So wie heute, da Bayer, er schreibt etwas sehr, sehr Langes, aber etwas sehr, sehr Schönes, deswegen werde ich alles vorlesen. Und zwar schreibt er, du bist so ein YouTuber, der einfach Laune bringt. Wenn man auf das Video klickt und dich sieht und dann diese Begrüßung, bekomme ich irgendwie echt immer gute Laune, weil ich dich einfach sympathisch finde, weiter so echt süß. Freut mich, dass Leute sowas schreiben, weil das gibt mir auch immer so ein bisschen noch doch so Motivation irgendwie. Und dann schreibt er noch, kannst du mal Harry G. Borzenkini Reaction bewerten? Wäre mal abwechselnd. Kommt auf jeden Fall mit auf die Liste. Ich weiß nicht genau, was das ist. Aber wenn ich mal mir das genauer ansehen werde und Lust drauf habe, dann werde ich das natürlich ansehen mit euch zusammen, Freunde. Dann schauen wir jetzt von Ju mein Tagebuch, Julian Bam. Und ja, ich bin gespannt, Freunde. Und ihr könnt das, was hier oben steht, könnt ihr gerne machen. Tschüss. Let's go. Willkommen zu diesem ganz besonderen Video. Mein Dad hat mein Tagebuch von vor ca. 15 Jahren gefunden, Satz drin gelesen und mich gefragt, du, warum warst du damals so ein Emo? Ich war nur Schriftsteller einer traurigen Geschichte. Außerdem nennt man das Pubertät. Lol. Als ich dann gelesen habe, dachte ich, wie verrückt wäre es, mein Tagebuch als Drehbuch zu nutzen und meine Geschichte, wie sie hier drin steht, zu verfilmen. Jeder von uns hat doch Tagebuch-Stories, die einem... Ah, Leute, die werden verfilmt. Das ist geil. Das ist geil, wenn ihr da so kleine Szenen immer draus macht oder so besondere Elemente aus dem Tagebuch jetzt so szenisch darstellt irgendwie. Das ist ein guter Ansatz, gefällt mir. Leute mega unangenehm sind, oder nicht? Tschüss. Egal, ich mach das jetzt einfach. Ich präsentiere euch also heute eine Geschichte nach... Okay, Friends, vielleicht ist gerade mein Internet ausgegangen aus irgendwelchen kuriosen Gründen. Deswegen, ja, ich habe auch noch nicht weitergeguckt, weil ihr habt gesehen, das Video hat aufgehört zu buffern und... Ja, ey, wir gucken mal weiter rein. Des kleinen Julian Bams aus dem Städtchen Aachen. Und ich sage jetzt schon mal die Moral aus der Geschichte, ich bin anders und es juckt mich nicht. Let's go! Aber ich meine, jeder ist so irgendwie anders, oder? Ja, also ich weiß, dass jeder Mensch, besonders Männer und Frauen, ihre Unterschiedlichkeiten haben. Das ist mir durchaus bewusst, Freunde, keine Sorge. Aber übrigens auch wieder ein sehr schönes Standbild hier gerade. Aber ich finde es gut, wenn jeder so irgendwie Ticks hat oder seine Ecken und Kanten hat. Das finde ich schön. Das sind mindestens 50 Seiten purer Cringe. Kapitel 1 Alter. Von 3, Seite 12 oder keine Ahnung wie viele Seiten diese Scheiße. Ich fange jetzt einfach mal mittendrin an, damit die Pointe nicht direkt vorweggenommen wird. Oh Gott, das ist peinlich, Alter. Also, ich lese vor, Punkt. Nur wann? Ne, warte, ich muss ein bisschen kindlicher reden. Nur wann? Ja, ich glaube, das ist es. Oh Mann. Ich habe gehört, dass manche das bekommen. Ich kann die Schrift nicht so gut lesen. Ich habe gehört, dass manche das bekommen. Wie alt war er? Wieso bekomme ich das? Ich habe mit allen Pech. Wieso habe ich immer schwerere Aufgaben zu erledigen als andere in meiner Schule? Okay, er war schon sehr jung. Ich schätze, was. Freunde, machen ein kleines Spiel raus. Ich schätze. Schwerere Aufgaben. Ich schätze erst 6. 6, Freunde? Ne, sagen wir 7. 7 Jahre alt, okay? Ich bin Donald Duck und Jannis ist Gustav Gans. Jannis war. Okay, sagen wir 5. Einer meiner besten Freunde damals. Und Jannis ist Gustav Gans. Und Pascal und Johannes sind zwei von den Panzerknackern. Ich hoffe, sie bekommen auch. Und jetzt kommt die Pointe: Pickel! Pickel, viele Pickel, alles voller Pickel.
Okay, hä? Aber der muss ja schon ein bisschen älter gewesen sein, aber da kann man doch eigentlich schon ein bisschen besser schreiben. Also jetzt no offense, Ju. Vielleicht lag es auch nur an der Kinderstimme von ihm, dass ich dachte, dass er so ein bisschen jünger ist. Wollte einfach, dass alle Pickel bekommen. Ich will nicht so viel vorwegnehmen, ich mache jetzt einfach mal weiter. Ich habe mich heute gefragt, ob der Sänger von The Band, The Rasmus, auch so Sachen gehabt hat wie ich. Der ist echt cool, aber der ist auch stark. Wie Ich alt war weiß er denn? nicht, der hat bestimmt eine Freundin. Aber der hat auch keine Angst. Das ist doch blöd. Das sind diepe, wirklich Oh diepe Mann, der Gedanken, arme Leute. Jew, Alter. Oh Gott, Alter. Ich habe schon gelesen, aber ich hatte trotzdem ein bisschen Angst. Seid ihr ready, Leute? Ich bin Los, ready. Kapitel 2 von 3. Seite 1000. Janis hat ein Discman. Okay, das kann ich nicht lesen. Ach ja, okay. Janis hat ein Discman geschenkt bekommen und hat den heute in die Schule gebracht. Voll cool. Sean hat Oh. auch so ein und ich habe mir vom Taschen. Oh, voll cool, dass Sean auch erwähnt wird. Oh, voll süß irgendwie. Irgendwie finde ich es süß gemacht. Ich bin gespannt, ob noch irgendwie so der heftigste Plot-Twist kommt, wo Drew oder Sean die Leidenschaft für das Film entdeckt hat oder so. Geld einen geholt. Der ist Silber und hat sogar Antischock. Antischock, das waren die wahren Features damals. Das ist voll gut, Anti-Schock, weil ich Alter. kann dann auf dem Fahrrad sogar hören. Das wackelt dann nicht so. Voll geil. Ich habe mir von Oh. Janis so eine CD genommen. Ich höre schon den ganzen Tag, auch jetzt gerade. Das ist so anders jetzt. Mit Musik sehen die Leute anders aus. Die bewegen sich zu der Musik manchmal. Oh lol, Freunde. Das ist voll die deep Aussage irgendwie. Voll cool. Also ich finde cool, dass Stu damals schon so der Dichter und Denker sozusagen war. deswegen hätte ich halt auch voll gerne so Tagebuch von mir, wo ich dann einfach durchblättern könnte und sehen könnte, was halt so passiert ist in meinem Leben. Auch wenn mein Tagebuch nicht so schlau an manchen Stellen gewesen wäre, aber ja, wäre einfach cool gewesen. Ich weiß nicht, ob das ein Punkt ist oder. Das ist so wie in einem langen Film. Und ich mache dann einfach so verschiedene G-Rees. Oh, ich G-Rees? wollte wahrscheinlich das Wort Genre schreiben. Und ich Achso, mache dann einfach so verschiedene G-Rees an und gucke, wie sie darauf dann Schauspieler sind. Darf nur nicht zu lange gucken, dann gucken die auch. Ich war wirklich. oh, lol, das ist ein bisschen, das ist eine Mischung aus creepy. Nein, eigentlich nicht creepy, das ist halt eigentlich voll interessant so. Dass er halt damals, ich weiß jetzt leider nicht, wie alt er war, vielleicht war er auch schon ein bisschen älter, aber dass er halt so mit sowas rumgespielt hat sozusagen, das ist halt eigentlich schon voll deep, muss ich sagen. Schon eigentlich. Wirklich sehr eigenartig. Es geht weiter und es wird auch nicht besser. Ich mag Klassik immer noch am meisten, aber der Rest ist auch cool. Ich glaube, ich muss morgen neue Batterien kaufen oder ich nehme mir die einfach von Papa. Der hat ein Ladegerät. Zu aufladen, merkt er bestimmt nicht. Braucht nur zwei. Papa, wenn du das Video siehst, es tut mir leid, aber die Batterien brauchte ich. Die haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Seid ihr bereit für Das Kapitel glaube ich halt 3? echt. Dann. Irgendwie bin ich soft abgelenkt und ich muss immer an sie denken. Mein Gehirn korrigiert automatisch diese Fehler hier raus. Nochmal, wortwörtlich. Irgendwie bin ich soft abgelenkt und ich muss immer an sie denken. Auch wenn Janis mit mir reden will, bin ich dann irgendwie wie mit dem Kopf weg. Ich mag nicht mehr zur Schule gehen. Aber daran, dass man merkt, dass da, also man merkt daran, dass da so ein paar, ich will jetzt nicht sagen Rechtschreibfehler, aber so ein paar unvollständige Sätze drin sind, dass er halt einfach das aufgeschrieben hat, was er gedacht hat. Weil man denkt ja auch nicht im Gehirn immer so in komplett grammatikalisch korrekten Sätzen, sondern man denkt einfach so in Teilsätzen oder halt in so Fetzen. Und das hat er einfach aufgeschrieben. Und das ist voll, eigentlich ist es voll heftig, dass er uns was aus seinem Tagebuch vorliest, was ja eigentlich mit das Persönlichste ist, was es geben kann im Leben. Weiß nicht, was ich machen soll. Was mache ich, wenn ich sie sehe? Ich habe Bauchschmerzen. Aber mir ist auch schlecht. Weiß auch nicht. Wenn sich das immer. Dieser Part ist einfach. Diese kleinen Minis-Szenen, wo er es mit synchronisiert, sind die besten. Also die besten echt. Aber echt voll süß eigentlich gemacht. Das cringigste auch, das ich je gehört habe. Aber mir ist auch schlecht. Weiß auch nicht. Wenn sich das immer so anfühlt, dann finde ich das nicht so cool. Weiß auch Ah. nicht, wovor ich Angst habe. Irgendwie. Aber habe so Bauchschmerzen. Freue mich aber trotzdem auf die Pause morgen. Ich springe jetzt mal zu den Sommerferien, weil. Auf die Pausen hat man sich immer gefreut, Freunde. Auf die Pausen. Die Pausen waren das Leben. Die Pausen waren das Leben in der Schule. Dann geht die Love Story weiter. Man kommt ja nach den Sommerferien meistens immer wieder und ist total verändert, hat irgendwie super viel neue Erfahrungen Oh gesammelt, ist ja, ein das anderer stimmt. Mensch. Also war bei mir auf jeden Fall immer so. War einmal 6 Wochen in Singapur und kam dann irgendwie mit so neuen Klamotten zurück und dachte, ich bin ein, hey, neuer Mensch. Deswegen bin ich jetzt reifer. Die Mädchen haben jetzt immer voll viel im Gesicht. Ich finde das eigentlich doof. Die Mädchen haben jetzt immer voll viel im Gesicht. Oh Mann.
Voll süß geschrieben. Das ist echt voll süß geschrieben. Das ist halt diese leicht kindliche, jugendliche Sicht noch aufs Leben irgendwie. Voll süß. Okay, vielleicht war ich nicht wirklich sehr viel reifer. Wenn man die dann küsst... Stimmt. Wenn man die dann küsst, hat man doch auch direkt alles im Gesicht. Finde ich echt doof. Ich mache jetzt wieder mal einen kleinen Sprung. Das ist die Wahrheit eigentlich. Ich glaube, die sieht mich gar nicht. Die ist immer nur mit ihren Freundinnen bei denen aus der 8. Wenn die Klingel geht, gehen... Okay, bei denen aus der 8. Bei denen aus der 8. Wie alt war er denn da? Wenn... Also entweder... Also er war dann ja wahrscheinlich nicht in der 8. War er so in, vielleicht in der 5. Aber nee. Eine 8 ist eigentlich mit der 5. Klasse dran. Aber also sage ich, sie waren in der 6. oder 7. Ich sag 7. Sie waren in der 7. Ja, 7. kann sie gut sein, oder? Ja doch, kommt hin. Die immer in diese Ecke, wo die aus der 8 alle rauchen. Das war auf jeden Fall ein Thema bei uns. Viel zu früh, Kids nicht rauchen. Hab einen... Oh Freunde, ich sehe schon, das Video buffert wieder sehr gut. Aber in der 8. Ja doch, ja gut. Heutzutage ist es normal, dass die Leute in der 8. rauchen. Und da ist es auch normal, dass die Leute in der 5. schon rauchen, Mann. Das ist echt nicht. Egal, ich will jetzt hier kein großes Fass aufmachen, Freunde. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder ein kleiner kurzer Cut, weil das Internet wieder weg ist. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder vor. So, Freunde, vor euch ist jetzt gerade nur eine Sekunde vergangen. Und für mich eigentlich auch nur eine Minute oder so. Aber ich habe jetzt das Internet nochmal reconnected. Und jetzt geht's wieder, Freunde. Es tut mir leid und let's go. Ich habe einen Brief geschrieben, wo alles drin steht. Würde ich gerne zeigen, aber wie? Janis meinte heute einfach, mach doch, weil was, du hast nichts zu verlieren. Und ich finde... Oh, das war richtig gut. Dieses Schauspieler, das synchronisierte, das ist richtig gut, Mann. Das ist so ein Zitat, was ich mir auf die Brust tätowieren würde, Alter. Mach doch, weil was, du hast doch nichts zu verlieren. Würde ich gerne zeigen, aber wie? Janis meinte heute einfach, mach doch, weil was, du hast nichts zu verlieren. Und ich finde, er hat recht. Scheiße, ey. Hab die heute bei ICQ, weil wir Gruppenarbeit besprechen. Schreib mal bitte in die Kommentare, wer noch ICQ kennt. Ich kenne es, hab's aber nie benutzt. Wegen den Hausaufgaben auf ICQ geschrieben. Wusste nicht, was ich sonst schreiben soll. Sie hat mir nur die Seiten und Nummern von Mathe geschickt. Wusste dann auch nicht mehr, was ich noch schreiben soll, außer ein Smiley. Aber zumindest hatten wir geredet. Oh Mann, es tut mir Herz weh, das zu sehen irgendwie. Aber eigentlich voll schön. Voll schön so. Damals war es noch so anders irgendwie. Heutzutage sind die Fünftklässler schon viel zu offen in solchen Sachen, finde ich. Das ist eine sehr traurige Geschichte. Ja, wisst ihr mal, wie die Story weitergeht? Es hat kein Happy End, das kann ich euch jetzt sagen. Oh nein! Das Video kann nicht so enden, ich brauche abschließende Sätze für mein Tagebuch. Liebes Tagebuch, ey! Liebes Tagebuch, ich melde mich jetzt nach ca. 15 Jahren zurück. Ich bin wohlauf, entschuldige mich für meine lange Abstinenz und freue mich, dich wiedergefunden zu haben. Ich habe mich, glaube ich, ganz gut gemacht. Das ist halt schon krass. Also ich stelle mir gerade vor, jetzt Freunde, bitte sag nicht, dass ich irgendwie dumm bin oder so, aber wenn dieses Tagebuch wirklich ein lebender Organismus wäre, und dann nach 15 Jahren einfach wieder, so als ob ihr nach 15 Jahren einfach wieder mal mit euren Hund reden würdet, Alter. Ich glaube, der würde sich einerseits freuen, aber einerseits würde er sich auch nicht freuen. Okay, vergessen wir das einfach, Freunde. Ich schreibe zwar kein Tagebuch mehr, aber ich erzähle meine Geschichten heute anders. Und zwar euch. Das Coole ist, dass wir doch ein Happy End in der damaligen Schule gedreht haben. Deswegen danke nochmal an die Viktoria-Schule in Aachen. Ich habe wieder viele Lehrer gesehen, die mich dann das nicht mochten. Danke nochmal an alle Leute, die meine damaligen Schulkameraden gespielt haben. Und auch bei meinem Dad zu Hause, wo ich halt auch damals gewohnt habe. Wir sahen zwar jetzt alle nicht aus wie 13, aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Auf jeden Fall. Es war auch was anderes, hat mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Es war auf jeden Fall sehr cringy, aber es verbergen sich noch so viele Geschichten hier drin. Es ist unglaublich. In manchen Passagen erkenne ich mich halt auch einfach gar nicht wieder. In manchen Passagen erkenne ich mich dann umso mehr wieder. Ab jetzt kommt auch wieder jede Woche ein Video, Freitag um 16 Uhr. Wir sitzen hier gerade an womöglich dem allergrößten Projekt, was auf diesem Kanal jemals angekündigt worden ist. Jetzt nimmt das Ganze auch langsam so Form und Farbe an. In einem, ich würde mal sagen, sogar ein, zwei Monaten geht es sogar fast schon los. Seid sehr gespannt. Das hat ein Webvideoproduzent, glaube ich, noch nie gemacht. Das ist ein Riesenschritt für mich, der größte Schritt. Auch wenn der Aufwand jetzt noch viel größer wird und der Stress sich nicht wirklich beruhigt hat, wird jeden Freitag ein Video erst kommen. 16 Uhr, Leute. Versprochen. Leute, lasst ein Abo da. Ich bin gespannt, was Ju meint mit diesem großen Projekt. Ich warte immer noch darauf, dass Ju irgendwas mit Funk macht, Freunde. Vielleicht das, aber eigentlich... Was hat denn ein Videoproduzent noch nie gemacht? Weil es gab ja schon sogar Serien, einen Kinofilm mit Kartoffelsalat, der auch gut war. Ich weiß nicht, Freunde, bin gespannt. Schreibt gerne, wie es euch gefallen hat, Leute, und stay fresh!
Kommt noch was, Freunde? Oder nur die geile Outro-Mucke? Okay, nur die geile Outro-Mucke. Kriegt natürlich ein kleines Likechen von mir. Freunde, kommt kurz zu einem kleinen, großen Mini-Fazit. Ich fand das Video sehr, sehr schön. Ich setze meinen Kopfhörer auch nochmal kurz ab. Ich fand das Video sehr, sehr schön, weil es mal einfach was komplett anderes war. Wie Drew auch schon eben erwähnt hat. Habe ich so noch nie gesehen. Und echt krass, dass er sich halt so geöffnet hat und uns einfach Sachen aus seinem Tagebuch vorgelesen hat. Wie ich schon meinte, das ist das Krasseste, was du eigentlich machen kannst. Das Persönlichste. Von daher fand ich es echt gut. Und danke an die Leute, die es vorgeschlagen haben. Ich glaube, es waren irgendwie 3, 4 Leute. Ihr wisst, wer gemeint ist, die es geschrieben haben. Weil ich dachte halt sonst, dass es nur so ein Storytime ist und hätte ich mir jetzt nicht angesehen. So hätte ich mir halt alleine angesehen. Aber von daher ist es doch ganz nice gewesen, das jetzt mit euch zusammen anzusehen. Und mir würde echt eure Meinung interessieren, ob ihr früher Tagebuch geschrieben habt. Weil wie gesagt, ich bereue es ein bisschen, dass ich es nicht gemacht habe. Aber ich wäre so oder so zu faul gewesen. Hätte dann immer nur, ja, heute war toll geschrieben oder ja, ich bin aufgestanden und ja, das war's, tschüss. Also von daher, ich weiß nicht genau, Freunde. Aber schreibt gerne rein, vielleicht habt ihr ja sogar ein Traumtagebuch, das würde mich auch sehr interessieren. Da bin ich aber auch viel zu faul für, direkt nach dem Aufstehen den Traum schon aufzuschreiben. Nee, Mann, das kriege ich nicht hin. Von daher, ja. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen um 12, denn jeden Tag um 12 kommt hier ein neues Video, außer heute, sorry, Freunde, aber Wochenende ist manchmal ein bisschen kritisch. Aber jetzt ist wieder Schule, von daher muss ich jetzt um 12 mal das Video hochladen, also von daher wird es jetzt auch wieder pünktlich kommen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns und bis dann, bleibt fresh und...